Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich möchte euch ganz kurz von Anfang an mal mein neues Familienmitglied vorstellen. Das ist Ruby. Sie ist ein rumänischer Rettungshund. Hunde werden wir in Rumänien zur Tötungsstation gebracht, aber dort gibt es eine Organisation. Paws United heißen die und die haben mir die kleine Maus da angezeigt. Einmal bei meiner Freundin auf dem Handy, tagsüber und dann am Abend auf meinem Handy. Und ich habe nicht mal davon gewusst, dass meine Freundin es gesehen hat. Habe ich gesagt, guck mal, da ist ein voll süßer Hund, die retten die Hunde voll schön. Das war dann die kleine Maus. Das ist Ruby. 4 bis 5 Monate alt. Und sie ist halt super kuschelig, ne? Und was geil ist, Mia und sie lieben sich. Direkt nach einer Woche. Und ich habe ganz genau gewusst, die Mia, ihr kennt ja Mia. Hallo. Meine Freundin und ich hatten das Gefühl, dass Mia immer alleine ist, also sich oft alleine fühlt. Und seitdem Ruby da ist, die spielen tagsüber und so, die lieben sich. Die kuscheln jetzt zwar noch nicht miteinander, die beißen sich eher. Also ihr beißen, also so Spielbeißen. Ne? Echt ganz schön hier. So, Freunde, folgende Sache. Meine Frisur ist wieder komplett am Arsch. Ich werde jetzt ganz kurz duschen gehen. Ich lasse meine Haare nicht jetzt, ich mache meine Haare jetzt nicht nass, aber wir gehen direkt zum Friseur. Und dann gehen wir zum Bunker. Wenn ihr die Chance habt, einen Hund aufzunehmen oder jemanden kennt, meldet euch bei Paws United. Was sind so Kosten eigentlich, wenn du einen Hund von Rumänien hierher holen möchtest? Du zahlst für jeden Hund theoretisch gleich, 425 Euro. Hm. Aber es gibt also unbedingt diese Organisation unterstützen, weil es gibt auch Fake-Organisationen, die einfach züchten und sagen, oh, diese Hunde. Aber die Hunde werden halt richtig gerettet. Genau, kostet 425 Euro, einen Hund komplett herzubringen mit allem drum und dran. Wir bekommen auch Impfungen und sowas vor Ort, aber ihr müsst doch mal hier in Deutschland nachimpfen, weil in Rumänien gibt es nicht die krassen Impfstoffe wie in Deutschland, Apothekenware. Und dann habe ich nochmal, ich glaube, fast 600 Euro gespendet. Stabilo. Dann fährt sich mal in die Dusche und dann müssen wir losgehen. Einmal Hose. Freunde, Jungle E ist jetzt auch in Europa. Ist Bescheid, welche Code ihr nutzen musst. Endlich haben sie es geschafft, hier mal am Start zu sein. Wir trainieren nachher Brust. Und dann werde ich natürlich diese Schelle. Habe ich geschenkt bekommen. Certified Start. Wozu das Nasenpflaster da am Rücken? Ist deins? Ja, bisschen höher. Hast du das hier gemacht? Nee. Höher? Noch ein Stück höher? Dann bleibt es da wohl dran, würde ich sagen. Bitte. Soll ich es abmachen? So weit unten war das. Wir dürfen leider nicht filmen, aber Haarschnitt dabei 1 Euro. Ich bin gespannt. Hallo, Freisch, was geht? Natürlich ist erledigt. Dann erwartet ihr jetzt was Witziges von mir, wahrscheinlich. Ja, eine... René diskriminiert einfach jedes Mal. Okay, willst du Seiten kontrollieren? Kontrolliere die Seiten. Wir haben heute nur Seiten gemacht, nicht oben. Ja, das war der Fehler. Ich glaube, die Aufnahme hätten wir uns sparen können. Richtig, aber jetzt sind wir auf jeden Fall fertig mit Haare schneiden, Freunde. Und jetzt, Freunde, gehen wir zu der Stadt und machen dort Liebe. Bube. Aber ich möchte ganz kurz was zeigen, weil ich auf dem Weg zum Training trinke. Und zwar folgende Sache. Reimt sie auf Prank. It's a crank energy, my children. Das Ding ist neu auf jeden Fall, Freunde. Den gönne ich mir während der Fahrt. Das ist ein ganz guter Geschmack. Aber nicht mein Lieblingsgeschmack. Mein Lieblingsgeschmack ist Tropical. Das Ding ist auch neu. Wenn ihr mich bei ESN unterstützen wollt, supporten möchtet, bestellt auf jeden Fall mit Code Johnny. Wir haben eine geile Aktion am Start. Jetzt 20% auf Proteins und Performance. Das heißt auch Booster und Co. Der kommt auf jeden Fall auch neu raus. Ich hoffe, dass der noch nicht ausverkauft ist, wenn dieses Video online ist. Und das Ding ist ein Intra. Das trinkt man während des Trainings. Da hat sich William ganz drauf gefreut. Er hat so gesagt, ja Mann, richtig geil. Das hast du dein eigenes Maltodextrin quasi, dein eigenes Clusterdextrin, sorry. Das kann man einfach während des Trainings trinken als Energiequelle. Kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr lange Sessions habt oder Beintraining und so, merkt, so scheiße, die Energie geht flöten. Dann kannst du mich unterstützen. Hallo Johnny, schöne Grüße. Kleine Maus. Er weiß noch nicht, wer du bist. Kleine Anabolika-Maus. Erkennst der du? Der einzig wahre, Johnny, der einzig wahre. Ein Mensch, der natural ist und trotzdem weiter ist als Patrick Deutsch? Patrick Deutsch hat er gerade gesagt. Ja. Der natural ist und breite. Heaven hasst dich. Was? Sag doch mal was. Nee. Kevin? Ja, Mann! Ja, Janine, das ist oh! Deine Stimme hört sich in dem Tesla viel höher an. Ich versteh's nicht. Deswegen war ich komplett verwirrt. Weil du Tesla rausziehst. Ach du Scheiße, ich dachte, es wäre irgendwie so ein Glitch von Tesla. Haha, Kevin, wie geht's dir? Alles gut. Und selbst? Jarak, alles stabil, Alter. War das jetzt Kevin Wolter, ja, oder? Ja. Warum war seine Stimme gerade so hoch? Er ist natural, im Gegensatz zu dir. Fuck, ich hab nicht gefilmt. Wait a minute! Are you? Jetzt muss ich nochmal sein. Kannst du nochmal aussteigen? Nein, was? Ist dein Ernst? Ja. Lass mal genau gleich reagieren. Ja. Ich hab's schon drauf gefunden. Oh shit. Here we go again. Das ist witzig. Lukas kann man alles sagen, der macht alles. Der ist sehr freundlich. Wir freuen uns, dass Lukas immer dabei ist. Ja, bitte. Da ist der Star der Show. Leg die Kamera auf ihn. Dann schau mal, dann singt ein Lied für dich, René. Das war eine sehr gute schauspielerische Leistung. Ich weiß. Weil dir ist ja klar, dass das davor auch schon im Video war. Digga, du bist.
wünsch ich dich. Nick ist for Babies, Real Man Drink Beer. Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Look it, look it. You're going to be blind, you can. Jupper Dolly. Ob irgendwelche Fortschritte erkennbar? Ich sehe keine. Okay, dann doch, René. Tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, heute Morgen, als du dieses Oberteil anhattest, sah schon mehr aus als sonst. Wirklich? Dieses Graue, ja. Also, bevor du mich jetzt wieder verarscht, meinst du mehr Muskulatur oder meinst du mehr Fett? Nee, ich war positiv überrascht. Das freut mich sehr, dankeschön. Ja. Oh, Alter, was ist denn das für ein Druck? Ich kann es immer noch nicht beschreiben, Freunde. Wenn ich Butterfly am Anfang mache mit Kabel, wird hier so ein komischer Druck. Es ist nicht ein Pump. Es ist so eine Art Pump, aber ganz anders. Es ist krank, verkrampft einfach so. Davon mache ich so. Knallt auf jeden Fall gut rein, Alter. Dann glaube ich so 12 oder 13 Reps. Also man braucht nicht unbedingt viel Gewicht, um sich komplett wegzuschießen. Aber das ist vom Vorteil, wenn man viel Gewicht bewegt. 1, 10. Junge, Alter, was ist das? Omeme hat auch gesagt, man sieht einen guten Unterschied jetzt schon mal. Bei den Beinen oder generell? Ja, bei den Beinen. Bei den Beinen hat er geschrieben gehabt. Sehr, sehr geil, Bro. Vor allem die Beine sind extrem gekommen. Gameplan steht, wir ziehen die Kalorien bis dato durch. Und dann gehen wir in den Abdehnen. Und dann schauen wir, was sich getan hat und sich etwas in Form zu bekommen. Schauen. Gameplan war natürlich folgender, dass wir Beine zuerst mal voranbekommen. Das ist immer noch Priorität Nummer 1. Aber Trainingsplan angepasst, ein Stückweise jetzt für die Beine. Aber jetzt kommt nochmal obenrum das ganze Ding. Ich kann jetzt nicht alles verraten, was wir jetzt halt vorhaben, weil ein Magier seine Tricks nicht verrät. Vorerst natürlich, wenn mein Trick aufgegangen ist, was natürlich der Fall sein wird. Dann werde ich euch natürlich aufklären, was sie anders gemacht haben. Weißt du, wo wir uns gerade befinden? Ich weiß, wo wir uns gerade befinden. Oh, shit. Das ist der Ort, wo du berühmt geworden bist. Run it back! Hast du eigentlich auch Social Media? Kann man dich irgendwo verfolgen? Nein. Hast du nicht? Nein. Okay. Ich teste mal kurz die Bank hier. Viel, viel besser. Oh, in front of 5000 people, I get the same feeling. So come day and night. It's horrific, right? So can you believe how much I am in heaven? Ich frage mich nur, wie oft hat er diese Sachen geschaut, dass er es so rezitieren kann. Also das war echt verkackt. Weil ich das grad war richtig kacke. Soll ich nochmal jetzt sagen? Keine Performance gesehen. Okay, ich sag jetzt nochmal. The most satisfying feeling you can get in the gym is the pump. Let's say you train your biceps. Blood is rushing into your muscle. That's what we call the pump. It's a satisfying for this guy. Ooh, that's kind of small. Yikes. Come. Here. Come. Five. Four. Six. Schön, komm. Komm. Nein! Ah, bitte helfen, komm jetzt, ja, komm, zwei, ja, Stück. Ja, ja. Komm. Eins und. Komm, noch ein, mach noch ein. Wisst ihr, Freunde? Man sieht René die ganze Zeit so. Ja, aber du machst mit deiner ganzen, was ist denn das, Halswirbelsäule einfach komplett. Er hat da schon so einen eigenen Gelenkmuskel entwickelt. Die Pferde, die es einrenken, wenn die schlafen nachts. Also. Easy way, buddy. Lightweight, a number peanut. Komm, jetzt mal richtig. Eins, zwei. Hopp. Ja, jetzt mal richtig, komm. Eins. Ja. Zwei. Komm, lock in. Drei. Vier. Komm. Hoch, 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 hoch. Ja, muss schon helfen. Zwei. Mit Hilfe. Ja, ja. Hände ran. Mach rein. Oh, nee, tot ist. Wo ist tot? Super, perfekt. Wir machen einen Randtastsatz jetzt mal mit Kurzhantel, Flachbank drücken. Ich habe das nie in meinem Trainingsplan wirklich drin gehabt. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Reizsitzung, die viel verspricht. Aber viel Gewicht bewegen? Mal schauen, ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen, wie es ist mit mehr Gewicht, ob das sich auf meine Schultern auswirkt. Könntest du jetzt in deiner kurzen Pause noch einen weiteren
Gameplan? Ernährung. Stellt sich schon mal was um demnächst? Es wird sich demnächst was in der Ernährung auf jeden Fall umstellen. Was genau seht ihr demnächst? Wie lange dauert diese Umstellung und zu welchem Zweck? Wenn ich den Zweck verrate, verrate ich schon, was dann... Was der Gameplan ist. Was der Gameplan ist. Was ja der Titel des Videos theoretisch sein könnte. Okay, Freunde, Gameplan ist einfach... Was soll ich noch jetzt sagen? Ich sag's einfach, mal. Gameplan ist folgender, wir machen... Pass auf, du kippst doch immer noch. Ich weiß, Digga. Oh. Wir halten jetzt die Kalorien gleich bis zum 1.3. Und ab da beginnt dann eine kleine Diät. Einfach mal zu schauen, wie die Form dann wird und was sich gebessert hat. Wunderschön. Passt. Oh. Irgendwie schon, ja. Sag mal so, sieht jetzt gar nicht alles so krass aus, wie es sein könnte, weißt du? Ja. Wenn man auf die Diät ist, sieht man auf einmal 10, 15 Kilo schwerer aus. Das heißt, wenn wir bei den Arnold sind, musst du wieder Diät machen. Ja. Das heißt, wir können nicht lecker essen gehen. Scheiß auf lecker essen gehen. Du kannst lecker essen gehen. Ich esse kein Lecker. Ich leide ja mit dir. Ich esse kein Lecker. Wir sind nämlich bei Schlecker. Komm. Feuer. Eins, zwei, weiter, eins, zwei und hoch. Schön. Ich bin da, wenn du brauchst. Komm. 10, 11, 12, komm. Mach noch einen, mach noch einen. Komm. Folgende Sache noch, was an meinem Körper muss man jetzt ausbessern? Das sind die Beine, die eigentlich nur noch hinterher, eigentlich nur noch die Beine. Die Schultern, Arme, die kommen jetzt so oder so. Brust und Rücken ist eigentlich gar kein Thema. Ist noch nicht erwähnenswert, dass es eine Art von Schwäche sein könnte. Nur wie gesagt, Schulter, Arme kommen jetzt so oder so. Die wachsen, ich merke das auch, das ist geil. Aber die Beine gehen auch ziemlich gut voran, Freunde. Von Training zu Training ändern sie sich. Aber ich merke das auch nicht vom Gewicht im Training, sondern auch vom Feeling tagsüber. Oder ich ziehe meine Klamotten an, die ich immer anhabe. Und dann fühlt sich die kurze Hose immer viel enger an. Also ich fülle diese Hose einfach mehr aus. Das macht Spaß. Es ist halt so. Super. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like going up. Wir machen jetzt noch 3 Sätze. Dann Flachbank drücken. Ganz am Ende. Interessant, aber ich werde keine Powerlifting-Variante machen, wenn die Schulter nicht wehtut, sondern ich mache die Bodybuilding-Bankdrück-Variante. Wie geht's der Schulter mittlerweile? Schulter ist eigentlich alles super. Das letzte Mal war nur, weil meine Arme komplett verkatert waren. Jetzt habe ich mich ja nicht einmal beschwert. Oder? Sind 200 noch ein Ziel oder ist er nebenbei? Nö, nebenbei. Also 200 Kilo Bankdrück würde mich jetzt auch fokussieren, wäre es in 2 Wochen theoretisch möglich. Vor allem voll Fokus auf Brust. Da, wieder da. Da. Oh. Okay. Oh. Ein bisschen Gewicht und dann passt. Habt ihr schon gewusst, dass Markus Rühl damals so breit gegriffen hat, dass seine Hände eigentlich hier immer da dran waren? Haben sie extra eine Bank für ihn angefertigt, dass hier innen quasi die Halterungen sind, dass er hier ganz weit außen greifen kann. So bei den Bankdrücken hat er gemacht. So, bei den heutigen Normalos, uns Normalos, würde alles abreißen. Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle. Keine Wissenschaft machen, einfach hochdrücken. Ah, leg dich hin, drück du Arschloch. Das ist geil, wenn du jetzt einfach Max Raps rausballerst. Komm! 8,
20, Schuhkarte, Kevin. Oh, großartig. Also, meine lieben Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. René muss los. Haut's rein. Nicht vergessen auch, Freunde, den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, lasst ein Like, Kommentar da. Wie findet ihr den Gameplan? Kommentiert's gerne, eure Meinung und so weiter und so fort. Form-Updates kommen jetzt vorerst mal keine. Auch nicht mal auf Instagram, habe ich. Denke ich jetzt mal. Ich stimme übrigens immer mit Nein ab, wenn du das Voting machst. Du? Was? Ja. Wo? Machst du immer so Voting bei Instagram? Möchtest du einen Formcheck sehen? Ich bin immer Nein. Ich weiß, dass du immer Nein bist. Wozu solltest du das auch zeigen? Ist ja gar kein Unterschied da mehr. René, du bist so ein richtiger Hater einfach. So, René ist mit kein Herz bist du dabei. Ich bin kein Hater, ich möchte nur das Beste. Mit Herz dabei zu haten einfach. Top.